Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Stellen Sie sich eine mächtige verborgene Kraft vor, die eine ganze Nation antreiben könnte und tief unter der gefrorenen Wildnis Alaskas begraben liegt. Könnte es wirklich ein uraltes Geheimnis geben? Eine geheimnisvolle Pyramide, die unter Eisschichten verborgen ist und alles, was wir wissen, neu gestalten könnte? Gerüchte über verdeckte Militäroperationen und außerirdische Verbindungen ranken sich um dieses rätselhafte Bauwerk. Mit einer Höhe von 167 Metern entzieht sich diese unterirdische Pyramide jeglichem Verständnis. Heute tauchen wir in das Herz dieses Mysteriums ein, wo Fakten und Legenden verschwimmen, beginnend mit den verblüffenden Enthüllungen eines Whistleblowers über die Alaska Black Pyramid, Alaskan Waves. Unter der gefrorenen Weite Alaskas liegt ein Geheimnis, das in Eis gehüllt ist, eine uralte Pyramide, deren bloße Existenz alles in Frage stellt, was wir zu wissen glauben. Im Laufe der Jahre kamen Gerüchte über eine Vertuschung durch die Regierung auf, an der möglicherweise Außerirdische beteiligt waren. Alles begann am 20. Mai 1992, als ein unterirdischer Atomtest in China seismische Schockwellen über den gesamten Globus sandte und dabei unbeabsichtigt eine seltsame Anomalie in der Nähe von Anchorage, Alaska, aufdeckte. Die Wissenschaftler waren verblüfft. Aber das Interesse stieg 6 Monate später sprunghaft an, als Douglas A. Muckler, ein in Alaska stationierter Geheimdienstoffizier der Armee, auf einen überraschenden Nachrichtenbericht stieß. In der Sendung wurde behauptet, dass in der Nähe des Mount McKinley, dem höchsten Berg Alaskas, eine riesige Pyramide entdeckt worden sei. Ein Ort, der mit einem merkwürdigen weißen Fleck auf Militärkarten übereinstimmte, den Douglas schon immer merkwürdig fand. So schnell wie sie erschienen, verschwanden die Nachrichten auch wieder. Jede Spur der Sendung wurde auf mysteriöse Weise ausgelöscht, als hätte es sie nie gegeben. Douglas versuchte, der Sache nachzugehen, stieß aber überall auf Sackgassen. Je mehr er nachforschte, desto bizarrer wurde die Situation. Könnte diese uralte Pyramide Teil einer vergessenen Zivilisation oder etwas weitaus Überirdischeres sein? War sie eine Quelle immenser, ungenutzter Macht oder ein Beweis für eine fortschrittliche Technologie, die unser Verständnis übersteigt? Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, wandte sich Douglas an die Journalistin Linda Moulton Howe, eine renommierte Forscherin unerklärlicher Phänomene. Lindas Nachforschungen führten sie zu einer schockierenden neuen Spur. Eine anonyme Quelle gab preis, dass sein Vater, ein ehemaliger Marineangehöriger, für ein streng geheimes Projekt rekrutiert worden war, das die Pyramide betraf. Die Mission, die jahrzehntelang streng geheim gehalten wurde, deutete auf die Möglichkeit außerirdischer Technologie oder bahnbrechender Entdeckungen hin, die der Öffentlichkeit verborgen blieben. Als Douglas und Linda tiefer gruben, stießen sie auf Beweise, die darauf hindeuteten, dass die Pyramide nicht nur eine archäologische Kuriosität war, sondern möglicherweise Teil einer größeren, verborgenen Geschichte. Eine Geschichte von verdeckten Militäroperationen, außerirdischen Begegnungen und fortschrittlichen Technologien, die weit über unser heutiges Verständnis hinausgingen, begann sich abzuzeichnen. Die Alaska Black Pyramid wurde zu einem Symbol des Unbekannten, einem Mysterium, das die Geschichte neu schreiben, die Wissenschaft herausfordern und sogar unseren Platz im Universum in Frage stellen könnte. Was unter dem Eis liegt, ist mehr als nur eine physische Struktur, es ist ein Portal zu einem vergessenen Kapitel der menschlichen Existenz oder vielleicht zu etwas, das überhaupt nicht ganz menschlich ist. Dies ist nicht nur eine Suche nach Antworten, sondern eine Reise ins Unbekannte, bei der jede Entdeckung die Grenzen unserer Realität neu definieren könnte. Folgen Sie Douglas, wie er dieses Netz aus Geheimhaltung und Intrigen aufdeckt und enthüllt, was das größte Geheimnis sein könnte, das in der gefrorenen Wildnis Alaskas verborgen ist. 2 geheimnisvolle Gestalten. Diese Untersuchung dreht sich um eine kolossale Pyramide, die unter der Erde vergraben ist und angeblich immense Energie freisetzt. Sein Vater hatte die Aufgabe, zu verstehen, wie eine solche Pyramide so viel Energie erzeugen kann. Er war sich zwar der Fähigkeiten der Pyramide bewusst, aber die Art der Arbeit war so geheim, dass er niemandem Einzelheiten mitteilen konnte. Die Geheimhaltung rund um die Pyramide, gepaart mit der raschen Entfernung aller damit zusammenhängenden Nachrichten, deutete darauf hin, dass etwas Bedeutendes verborgen wurde. Es schien, als ob eine bahnbrechende Technologie oder ein Wissen vor der Öffentlichkeit verborgen werden sollte. Die strenge Geheimhaltung,
die schnelle Unterdrückung von Informationen und die Bemühungen nicht identifizierter Personen, die Geschichte unter Verschluss zu halten, deuteten darauf hin, dass diese Entdeckung nicht nur von entscheidender Bedeutung war, sondern auch streng bewacht wurde. Sie hatte das Potenzial, unser Verständnis der antiken Geschichte neu zu gestalten, die Energieerzeugung zu revolutionieren und sogar unsere Wahrnehmung darüber zu verändern, wie solche Bauwerke ursprünglich errichtet wurden. Douglas' Neugierde war nun über bloße Oberflächendetails hinausgeweckt. Er war entschlossen, eine Geschichte aufzudecken, die militärische Geheimhaltung, antike Technologie und eine tiefgreifende Suche nach der Wahrheit miteinander verband, egal wie schwierig es auch sein mochte. Sein Interesse verstärkte sich nach dem Vorfall beim Fernsehsender. Zunächst stritt der Sender die Existenz der Nachricht ab. Später wurde sie jedoch diskret bestätigt. Diese Diskrepanz unterstrich die Tiefe der Geheimhaltung und deutete auf eine bedeutende Entdeckung im Kern des Ganzen hin. Als Douglas von einem Mitarbeiter des Senders erfuhr, dass zwei nicht identifizierte Männer das gesamte Videomaterial im Zusammenhang mit der Geschichte beschlagnahmt hatten, wurde die Angelegenheit noch rätselhafter. Dies deutete auf die Beteiligung mächtiger Instanzen hin, die in der Lage waren, den Informationsfluss zu kontrollieren. Douglas sah sich nun mit zahlreichen Fragen konfrontiert. Wer waren diese Männer und welche Art von Autorität übten sie aus? Was motivierte sie, die Geschichte zu unterdrücken? Er dachte über die Auswirkungen der Existenz der Pyramide nach und über die Anstrengungen, die einige Gruppen unternehmen könnten, um sie geheim zu halten. Die vollständige Beseitigung von Beweisen und die Verhinderung einer öffentlichen Diskussion deuteten darauf hin, dass es sich bei dieser Entdeckung um mehr als nur ein antikes Relikt handelte. Sie könnte mit der nationalen Sicherheit, fortschrittlichen Technologien oder sogar mit Aspekten der Wissenschaft, die noch nicht verstanden wurden, in Verbindung stehen. Douglas verspürte den tiefen Drang, die Wahrheit aufzudecken. Er erkannte, dass es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Untersuchung handelte. Sie erforderte sorgfältige Planung, Diskretion und die Unterstützung von Experten, die unkonventionellen Ideen in Wissenschaft und Geschichte gegenüber aufgeschlossen waren. Die Pyramide, die möglicherweise mit unbekannten Energiequellen oder antiken Zivilisationen in Verbindung stand, stellte ein Rätsel dar, das unser Geschichtsverständnis in Frage stellen und neue Erkenntnisse über vergangene Technologien liefern könnte. Douglas überlegte, Spezialisten für antike Artefakte, Geschichte und verschiedene Theorien hinzuzuziehen, die möglicherweise Aufschluss über die Ursprünge und den Zweck der Pyramide geben könnten. Alle bekannten Pyramiden auf der Erde wurden so entworfen, dass sie auf Himmelskörper ausgerichtet sind und eine monumentale Architektur zur Schau stellen. Er wusste auch, dass er mehr Beweise sammeln musste, um möglicherweise andere unterdrückte Geschichten aufzudecken oder zu untersuchen, wie große Entdeckungen normalerweise gehandhabt werden. Für Douglas war diese Suche mehr als eine persönliche Faszination. Sie stand für einen umfassenderen Kampf um Wissen und Transparenz gegen Kräfte, die versuchen, bedeutende Entdeckungen zu verschleiern. Während er sich immer tiefer in dieses Rätsel vertiefte, bereitete er sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vor, in dem Bewusstsein, dass die Enthüllung der Wahrheit über diese verborgene Pyramide nicht nur sein Weltbild verändern, sondern möglicherweise auch das Verständnis und die Existenz der Menschheit transformieren könnte. Linda Moulton Howe, eine investigative Journalistin, die dafür bekannt ist, Rätsel zu lösen, wurde durch einen anonymen Hinweis neugierig. Dieser Hinweis deutete auf ein tiefgreifendes Geheimnis hin, das mit der Geschichte und Technologie der Antike verbunden war. Es ging um eine mächtige Pyramide, die in Alaska verborgen lag und angeblich eine Quelle außergewöhnlicher Energie war. Antarktische Pyramiden, geheimnisvoller Energiespeicher. Lindas Entdeckung löste eine Flut von Fragen aus. Wie konnte die Pyramide so enorme Energiemengen erzeugen? Wer war für ihre Erschaffung verantwortlich? Und was war ihr Zweck? Je tiefer Linda in das Rätsel der Pyramide eintauchte, desto größer wurde ihre Neugier. In der Zwischenzeit traf Douglas auf Bruce Pearson, dessen Familiengeschichte dem Rätsel eine weitere Ebene der Faszination hinzufügte. Bruce erzählte Geschichten von seinem Vater, Bruce Sr., der im Zweiten Weltkrieg gedient hatte, bevor er nach Alaska zog. 1978 stieß Bruce Sr. auf Beweise für geheime Aktivitäten in Alaska, die auf verborgene Strukturen und modernste Technologie hindeuteten. Bruce Sr.'s Berichte deuteten darauf hin, dass die Geheimnisse Alaskas nicht neu waren, sondern möglicherweise bis in die Antike zurückreichten
und Geheimnisse über Jahrhunderte hinweg bargen. Dies deutete auf einen tiefen historischen Kontext hin, der mit verborgenem Wissen und verdeckten Operationen gefüllt war. Die Untersuchung von Linda und Douglas ging somit über ein bloßes modernes Rätsel hinaus. Sie legten eine Erzählung frei, die mit vergangenen Konflikten, antiker Architektur und der Suche nach Energiequellen verwoben war, die für die heutige Wissenschaft nach wie vor rätselhaft sind. Die Vorstellung, dass die Pyramide tatsächlich existierte, war erstaunlich. Sollte dies wahr sein, könnte dies unser Verständnis von antiken Zivilisationen, Energieerzeugung und historischen Erzählungen dramatisch verändern. Ihre Suche nach der Wahrheit über die Pyramide wurde zu einer Reise durch die Zeit, bei der sie Fragmente aus Quellen wie Bruce Pearson zusammenfügten. Jeder Bericht trug ein Stück zum größeren Puzzle bei und deutete auf eine verborgene Geschichte des menschlichen Fortschritts und einen möglichen außerirdischen Einfluss hin. Als Linda und Douglas tiefer gruben, wurde die Komplexität ihrer Untersuchung offensichtlich. Sie bewegten sich durch ein Labyrinth aus Militärgeheimnissen, historischen Erzählungen und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Jede Enthüllung führte zu weiteren Fragen. Doch das Potenzial, etwas von tiefgreifender Bedeutung aufzudecken, trieb ihre Bemühungen an. Die Suche nach der Wahrheit über die Pyramide könnte unbekannte Aspekte der Menschheitsgeschichte aufdecken und neue Perspektiven auf Energie und Technologie bieten. In den späten 1970er Jahren hatte sich Bruce Sr., ein ehemaliger Marinesoldat aus dem Zweiten Weltkrieg, in Alaska niedergelassen. Dort freundete er sich mit einem Piloten der Luftwaffe an, der ebenfalls Kriegsveteran war und auf einem Schiff gedient hatte, dessen Aufgabe es war, feindliche Schiffe aufzuspüren. Ihr gemeinsamer militärischer Hintergrund schweißte sie eng zusammen und führte zu Gesprächen über ihre mutigen Heldentaten, starken Freundschaften und die Prüfungen, die sie durchgemacht hatten. Diese Kameradschaft veranlasste den Piloten der Luftwaffe schließlich, Bruce Sr., für einen Sonderauftrag anzuwerben, bei dem Maschinenteile an einen Ort in Alaska transportiert werden mussten. Zunächst ging Bruce davon aus, dass es sich um eine Routineaufgabe im Zusammenhang mit der Wartung der DEW-Linie handelte, einem umfassenden Netzwerk von Radarstationen, das in den 1950er Jahren von Alaska bis Grönland errichtet wurde. Die Hauptaufgabe der DEW-Linie bestand darin, nukleare Bedrohungen durch die Sowjetunion frühzeitig zu erkennen, was für die Sicherheit Nordamerikas während des Kalten Krieges von entscheidender Bedeutung war. Als Bruce sich jedoch auf die Aufgabe vorbereitete, begann er zu ahnen, dass es um mehr als nur routinemäßige Wartungsarbeiten ging. Die Geheimhaltung rund um den Auftrag und die spärlichen Details, die sein Freund preisgab, deuteten auf eine streng geheime Operation hin. Dies weckte in Bruce die Neugier auf die Bedeutung Alaskas. Nicht nur als Radarüberwachungsstandort, sondern auch als potenzieller Knotenpunkt für andere geheime militärische oder wissenschaftliche Unternehmungen. Die DEW-Linie war ein bedeutender militärischer Aktivposten, der fortschrittliche Technologie demonstrierte und die intensiven politischen Rivalitäten der Ära des Kalten Krieges widerspiegelte. Die Radarsysteme, die unter extremen Bedingungen eingesetzt wurden, waren für die Frühwarnung vor möglichen Atomangriffen von entscheidender Bedeutung und unterstrichen die Wichtigkeit des Schutzes großer Bevölkerungsgruppen in Zeiten nuklearer Spannungen. Bruces Aufgabe, Komponenten an einen geheimen Ort in Alaska zu transportieren, verdeutlichte die Komplexität und den Umfang militärischer Operationen. Sie warf auch Fragen zu anderen geheimen Projekten in der weiten Wildnis Alaskas auf. Welche Rolle spielten diese geheimen Unternehmungen für die nationale Sicherheit und die wissenschaftliche Erkundung? Als Bruce und sein befreundeter Pilot ihre Mission begannen, konnte Bruce aus erster Hand einen Blick auf die Herausforderungen werfen, die der Einsatz in einem abgelegenen und strategisch wichtigen Teil der Welt mit sich bringt. Dies unterstrich die strategische Bedeutung Alaskas während des Kalten Krieges, mit seinen wichtigen Militärstützpunkten und Projekten, die zur Verteidigungsinfrastruktur der USA beitrugen. Obwohl der Auftrag scheinbar unkompliziert war, offenbarte er die Komplexität von militärischer Einsatzbereitschaft, technologischer Innovation und geopolitischen Strategien. Es war eine Erinnerung an die umfangreichen und oft unsichtbaren Anstrengungen, die erforderlich waren, um in einer Zeit nuklearer Besorgnis Sicherheit und Frieden zu gewährleisten. Bruce Sr. war fasziniert von der scheinbar einfachen Aufgabe, Teile für ein wichtiges Projekt in Alaska zu liefern. Trotz des umgebenden Geheimnisses wurde angenommen, dass es Teil der DEW-Line-Installationen war,
einer Reihe von Radarsystemen, die für die Verteidigung Nordamerikas von entscheidender Bedeutung waren. Während Douglas seine Nachforschungen fortsetzte, führte jede Wendung zu tieferen Schichten der Intrige und drängte ihn, weiter zu recherchieren. Die Geschichte um die Schwarze Pyramide offenbarte sich als mehr als nur ein altes Bauwerk. Sie war mit bedeutenden historischen und technologischen Geheimnissen verbunden. Der Standort der Pyramide, der von historischen Konflikten geprägt war, deutete auf verborgenes Wissen oder entscheidende Geschichten hin, die darauf warteten, aufgedeckt zu werden. Die Enthüllung des Hubschrauberpiloten gegenüber Bruce über ein antikes Bauwerk, das riesige Energiemengen erzeugen kann, die ausreichen, um bedeutende Gebiete in Alaska mit Strom zu versorgen und sogar bis nach Kanada zu reichen, fügte dem Rätsel eine weitere Dimension hinzu. Doch die Situation wurde immer komplexer, was darauf hindeutete, dass es weitreichende Auswirkungen gab, die noch nicht vollständig verstanden wurden. Als sie sich ihrem Ziel näherten, begann der Hubschrauber zu versagen. Die Instrumente spielten verrückt. Das Radar funktionierte nicht mehr. Die Alarme heulten unaufhörlich und der Kompass drehte sich unkontrolliert. Sie waren gezwungen, ausschließlich nach Sicht zu navigieren. Bei der Ankunft bot sich Bruce ein faszinierender Anblick. Sie transportierten drei robuste Metallkisten, die sorgfältig konstruiert waren. Ein zweites Flugzeug begleitete sie während der gesamten Reise aus Sicherheitsgründen. Sie landeten auf einer schneebedeckten Fläche, auf der sich mehrere Gebäude befanden. Ein bescheidenes Büro, ein Treibstofflager und eine Garage. Aber dieser Ort hatte mehr zu bieten. Als man auf den ersten Blick erkennen konnte, er war für Schneebedingungen gut ausgestattet. Mit speziellen Schneefahrzeugen, unterirdischen Minenaufzügen und robusten Sicherheitsmaßnahmen wie Elektrozäunen und Wachtürmen. Dies war nicht nur eine alte Energieanlage, es war ein hochsicherer und sorgfältig konzipierter Standort. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen unterstrichen die Bedeutung und Sensibilität der Vorgänge. Trotz der Komplikationen auf ihrer Reise unterstrichen das Begleitflugzeug und die sorgfältigen Vorsichtsmaßnahmen das immense Potenzial dieser Energiequelle. In der gesamten Umgebung waren schwarz gekleidete Wachen mit beeindruckenden Waffen stationiert. Außerdem patrouillierten Fahrzeuge mit schweren Geschützen durch das Gebiet. Der Pilot vermutete, dass diese Wachen zu einer verdeckten Regierungseinheit gehören könnten, war sich aber nicht sicher. Jahre später erzählte Bruce Isiel von einem Abendessen mit einem bekannten Ingenieur von Bell Labs. Der Ingenieur verriet, dass sein Urlaub wegen einer dringenden Inspektion einer ungewöhnlichen Energieanlage in Alaska verschoben worden war. Diese Enthüllung machte das Rätsel noch rätselhafter. Die Angelegenheit spitzte sich zu, als sich einige Jahre später eine Frau mit einer außergewöhnlichen Behauptung an Linda wandte. Und darauf kommen wir gleich zurück. Besondere Entdeckung. Zeit für die besondere Entdeckung. Unidentifizierte Objekte in Alaska gesichtet. Die Regierung sucht verzweifelt nach Antworten. Vor kurzem ereignete sich ein alarmierender Vorfall am Himmel über Alaska, der die Behörden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Gestern früh berichteten Bewohner, dass sie ein riesiges scheibenförmiges Objekt gesehen hätten, das knapp über dem Horizont schwebte. Militärflugzeuge wurden schnell zur Untersuchung entsandt, aber die Kommunikation mit ihnen wurde abrupt unterbrochen, als sie sich dem Ort näherten. In Alaska ist etwas aufgetaucht und die US-Regierung ist in Panik, sagte ein anonymer Beamter, der offenbarte, dass die Situation weitaus ernster ist als ursprünglich angenommen. Das Objekt, das jetzt stationär über dem Ozean schwebt, scheint allen bekannten Gesetzen der Physik zu trotzen und sendet seltsame Signale aus, die Wissenschaftler nicht erklären können. Satellitenbilder des Gebiets wurden als geheim eingestuft und der Luftraum über Alaska wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt. Was könnte dieses mysteriöse Objekt sein? Und warum hält sich die Regierung so bedeckt? Könnte dies das erste Anzeichen für außerirdischen Kontakt sein oder etwas viel Unheilvolleres? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Kulturerbe und antike Fortschrittstheorien. Zurück zu Lindas Geschichte. Sie besaß die Fähigkeit der Fernwahrnehmung, die es ihr ermöglichte, weit entfernte Orte mental zu visualisieren. Sie beschrieb eine pyramidenartige Struktur, die mit Bruce Sr.'s Beschreibungen übereinstimmte. Sie beschrieb einen verborgenen Ort mit einem Bergwerksaufzug, elektrischen Barrieren und Warnschildern. Ihr zufolge wagte sich eine Gruppe, die von einer Person mit ungewöhnlicher Präsenz angeführt wurde, tief in die Anlage hinein. Sie fuhren mit einem anderen Aufzug etwa 45 Meter in die Tiefe zu einer Kammer, die mit Computern und einem großen Fenster mit Blick auf die Pyramide gefüllt war. Sie glaubte,
dass die Pyramide außergewöhnlich war und als massiver Energietransformator fungierte, indem sie Energie aus der Erde zog. Sie stellte die Theorie auf, dass UFOs diese Energie nutzen könnten, indem sie über die Pyramide fliegen, um sich aufzuladen. Diese Idee fügte eine weitere Ebene der Faszination hinzu, indem sie darauf hindeutete, dass die Pyramide Teil eines umfangreichen Systems war, das unbekannte Technologien und potenzielle Raumfahrzeuge umfasste. Unsere Erzählung nimmt eine dramatische Wendung und enthüllt, wie eine Routinemission uralte Geheimnisse und verborgene Technologien aufdeckt. In der weiten und eisigen Weite Alaskas, unter dem gewaltigen Mount McKinley, liegt ein Geheimnis, das so alt ist wie die Zeit selbst. Dieser rätselhafte Ort blieb verborgen, bis ein unerwartetes Ereignis ihn ans Licht brachte. Nach einem chinesischen Atomtest brach etwas, das scheinbar nichts damit zu tun hatte, versehentlich die Erdkruste auf, was als Ergebnis dieses Ereignisses zum Vorschein kam. Erregte die Aufmerksamkeit einer Vielzahl von Personen, Militärangehörigen, erfahrenen Journalisten und sogar von Menschen mit der seltenen Fähigkeit der Fernwahrnehmung. Diese außergewöhnliche Fähigkeit, die als Fernwahrnehmung bekannt ist, ermöglicht es Personen, entfernte Orte und Ereignisse wahrzunehmen, ohne physisch anwesend zu sein. Die Enthüllung hat weit verbreitete Neugier und Spekulationen ausgelöst, als wäre sie einer alten Legende entsprungen. Sie deutet darauf hin, dass unsere Welt mehr verborgene Tiefen beherbergen könnte, als bisher angenommen. Dies ist keine triviale Entdeckung, sondern eine monumentale, die eine Überprüfung historischer und geologischer Erzählungen erforderlich macht. Die Faszination dieses Rätsels geht über die Fachwelt hinaus. Es hat die Mainstream-Medien und Anhänger des Paranormalen in seinen Bann gezogen, darunter auch Menschen mit eigenen Erfahrungen in Kriegszeiten oder mit außergewöhnlichen Phänomenen. Könnte es sein, dass antike Völker, lange vor unserer Zeit, tiefgreifendes Wissen über die Energie und die Geheimnisse der Erde besaßen? Die Vorstellung einer verborgenen Pyramide unter dem Eis, die möglicherweise mit unbekannter Technologie oder altem Wissen errichtet wurde, ist sowohl aufregend als auch verblüffend. Sie deutet auf verborgene Geschichten und Geheimnisse hin, die unser Verständnis von Geschichte, Wissenschaft und vielleicht sogar unseren Platz im Kosmos neu definieren könnten. Fern Warnamer, Menschen mit der seltenen Fähigkeit, weit entfernte Orte und Ereignisse mental wahrzunehmen, fühlen sich von diesem rätselhaften Puzzle in Alaska angezogen. Sie wollen mehr über dieses Mysterium herausfinden, ohne es physisch zu erforschen. Ihre Berichte fügen eine weitere faszinierende Ebene hinzu, indem sie darauf hindeuten, dass die verborgenen Tiefen unter Alaskas gefrorener Landschaft weitaus bedeutender und komplexer sein könnten als ursprünglich angenommen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, das reiche kulturelle Erbe der indigenen Völker Alaskas zu verstehen. Die frühen Bewohner Alaskas, die oft als die First Peoples bezeichnet werden, haben Forscher und Enthusiasten seit langem gleichermaßen fasziniert. Diese bemerkenswerte Entdeckung lädt nicht nur Experten, sondern auch die breite Öffentlichkeit dazu ein, sich an Spekulationen zu beteiligen und Theorien über die Antike zu entwickeln. Diese Theorien beinhalten häufig Vorstellungen von fortgeschrittenen Zivilisationen, die in der Geschichte verloren gegangen sind, oder sogar von Begegnungen mit Außerirdischen. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit auf dem Gebiet der Fernwahrnehmung war Pat Price, der mit der CIA an einem geheimen Projekt arbeitete. Seit Jahrzehnten wird über eine mögliche unterirdische Basis von Außerirdischen spekuliert. Price berichtete, er habe Mount Hayes in Alaska gesehen und behauptet, eine beträchtliche Gruppe Außerirdischer gesehen zu haben, die im Berg leben. Laut Price ähnelten diese Wesen Menschen, hatten aber deutliche körperliche Unterschiede. Die Beteiligung der CIA in diesem Zusammenhang wirft interessante Fragen über ihr Wissen über außerirdisches Leben auf der Erde auf. Price behauptete außerdem, dass diese Außerirdischen die Fähigkeit besaßen, menschliche Gedanken zu manipulieren oder zu kontrollieren. Eine Vorstellung, die sowohl faszinierend als auch beunruhigend ist. Abgesehen von diesen außergewöhnlichen Berichten wurden in Alaska zahlreiche archäologische Ausgrabungen durchgeführt, bei denen antike Artefakte und Hinweise auf hochentwickelte frühere Bewohner gefunden wurden. So wurden beispielsweise Gräber von Säuglingen entdeckt, die 11, 500 Jahre alt sind, und Artefakte, die vor über 3,0 Jahren von den Alutiiq hergestellt wurden. Diese Funde deuten darauf hin, dass die frühen Völker Alaskas nicht nur seit langem ansässig waren, sondern auch über bemerkenswert fortgeschrittenes Wissen und handwerkliches Geschick verfügten.
Ein weiterer faszinierender Aspekt der alten Vergangenheit Alaskas sind die rätselhaften Felszeichnungen, die am Petroglyph Beach in Wrangell in die Felsen geritzt wurden. Diese Felszeichnungen, einige der bedeutendsten Beispiele indigener Kunst, wecken die Neugier auf die alten Alaskaner und ihre möglichen Verbindungen zu außerirdischen Wesen. Außerdem wurde im Lake Clark Nationalpark ein gut erhaltener Holzbogen aus dem späten 16. Jahrhundert gefunden, der die beeindruckende Handwerkskunst und die Jagdfähigkeiten der Ureinwohnerstämme im Südwesten Alaskas unterstreicht. Diese Artefakte lassen auf ein tiefes Verständnis für den Gebrauch von Werkzeugen und Umweltwissen schließen, was sie möglicherweise mit anderen fortgeschrittenen Zivilisationen oder sogar außerirdischen Wesen in Verbindung bringt. Totempfähle. Ein integraler Bestandteil der Kultur der Ureinwohner Alaskas sind mehr als nur künstlerische Kreationen. Sie dienen als historische Chroniken und könnten Hinweise auf alte Zivilisationen und ihre möglichen Begegnungen mit Wesen aus einer anderen Welt liefern. Globale Pyramiden und historische Zusammenhänge. Unter der gefrorenen Weite Alaskas, im Schatten des Mount McKinley, liegt ein Geheimnis, das so alt ist wie die Erde selbst, die Schwarze Pyramide, dieses rätselhafte Bauwerk, das jahrhundertelang unter Eisschichten verborgen war, wurde durch ein seismisches Ereignis ans Licht gebracht, das durch einen chinesischen Atomtest im Jahr 1992 ausgelöst wurde. Ein scheinbar nicht damit zusammenhängendes Ereignis brachte schließlich ein außergewöhnliches und uraltes Geheimnis zutage, das tief in der Wildnis Alaskas verborgen lag, was als einfache wissenschaftliche Anomalie begann, entwickelte sich schnell zu einer Geschichte voller Intrigen, die sich über verschiedene Bereiche erstreckt und Militärfachleute, Journalisten, Ingenieure und sogar Personen mit der außergewöhnlichen Fähigkeit des Remote Viewing einbezieht. Personen, die in der Lage sind, entfernte Orte und Ereignisse wahrzunehmen, ohne physisch anwesend zu sein. Die Entdeckung der Schwarzen Pyramide liest sich wie eine Legende aus alten Zeiten und stellt alles in Frage, was wir über die Menschheitsgeschichte und die Erde selbst zu wissen glaubten. Es handelt sich nicht nur um ein Stück antiker Architektur, sondern um eine Offenbarung, die uns dazu zwingt, nur darüber nachzudenken, was antike Zivilisationen gewusst haben könnten und welche Geheimnisse sie uns hinterlassen haben könnten, die wir noch entdecken können. Die Vorstellung, dass unter dem Eis Alaskas eine massive, technologisch fortschrittliche Pyramide liegen könnte, ist sowohl aufregend als auch beunruhigend. Könnte sie Wissen oder Macht enthalten, die über unser modernes Verständnis hinausgehen? Das Rätsel um die Schwarze Pyramide hat einen wahren Sturm der Spekulationen und Intrigen entfacht. Nicht nur unter Fachleuten, sondern auch unter ganz normalen Menschen. Militärische Geheimhaltung. Unerklärliche Phänomene und außergewöhnliche Berichte haben das Feuer angefacht. Nehmen wir zum Beispiel Pat Price, einen renommierten Remote Viewer, der an verdeckten Projekten mit der CIA arbeitete. Price behauptete, dass er während einer seiner Sitzungen außerirdische Wesen gesehen habe, die im Berg Hayes in Alaska leben. Diese Wesen sahen laut Price menschlich aus, besaßen aber eine Aura aus einer anderen Welt. Noch beunruhigender ist, dass Price behauptete, diese Wesen könnten die Fähigkeit haben, das menschliche Denken zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Diese Behauptung lässt uns nicht nur unser Verständnis der Realität in Frage stellen, sondern auch die mögliche Beteiligung der CIA und des Militärs an der Geheimhaltung. Zu den Rätseln tragen auch eine Reihe archäologischer Funde in ganz Alaska bei, die auf die Existenz einer alten und hochentwickelten Zivilisation hinweisen. Artefakte wie Elf, 500 Jahre alte Kindergräber und komplizierte Felszeichnungen, die am Petroglyph Beach in Wrangell gefunden wurden, deuten auf eine Geschichte hin, die älter ist als das moderne Verständnis. Diese Entdeckungen lassen viele fragen, ob diese alten Völker vielleicht über ein Wissen oder eine Technologie verfügten, die weit über das hinausgingen, was wir frühen Zivilisationen zuschreiben. Könnte der Bau der Schwarzen Pyramide und ähnlicher Bauwerke ein Beweis für ihr fortgeschrittenes Verständnis von Energie und den verborgenen Kräften der Erde sein? Doch die Schwarze Pyramide in Alaska ist nicht die einzige Pyramide, die von Geheimnissen umhüllt ist. Auf der ganzen Welt, von Ägypten bis Mexiko und sogar in den riesigen Wäldern Chinas, sind Pyramiden seit langem Quellen der Faszination. In China sind Pyramiden nach wie vor größtenteils unzugänglich, unter Vegetation begraben und der Öffentlichkeit verborgen. Jüngste Entdeckungen in Indonesien haben massive Pyramidenstrukturen zutage gefördert, was darauf hindeutet,
dass antike Zivilisationen auf der ganzen Welt möglicherweise über fortgeschrittenes Wissen oder Technologien verfügten. Könnte es sein, dass diese Pyramiden von einem globalen Netzwerk antiker Völker oder vielleicht von einer noch fortschrittlicheren Zivilisation errichtet wurden? Einige Theorien besagen sogar, dass die Erbauer dieser Bauwerke Überlebende eines katastrophalen Ereignisses waren, möglicherweise sogar des legendären Atlantis, die ihr Wissen in diesen dauerhaften Monumenten bewahren wollten. Die Erforschung dieser Pyramiden fühlt sich an wie eine Reise über Kontinente und durch die Zeit, die uns dazu bringt, die Grundlagen der Menschheitsgeschichte in Frage zu stellen. Könnten diese Bauwerke ein Beweis für eine einst große Zivilisation sein, die den gesamten Globus umspannte? Oder könnten sie Hinweise auf Begegnungen mit Außerirdischen in der Antike enthalten, wie einige spekuliert haben? Je mehr wir über diese antiken Bauwerke herausfinden, desto mehr Fragen tauchen auf. Stehen wir kurz davor, ein verborgenes Kapitel der Menschheitsgeschichte zu entdecken, das seit Jahrtausenden verschollen ist? Selbst die Todempfähle der Ureinwohnerstämme Alaskas, die einst als rein künstlerische Werke galten, werden nun als historische Aufzeichnungen neu bewertet. Könnten diese hochaufragenden Schnitzereien Hinweise auf uraltes Wissen enthalten? Möglicherweise sogar auf Interaktionen mit Wesen von außerhalb der Erde. Die mögliche Verbindung zwischen der Kultur der Ureinwohner Alaskas und der Schwarzen Pyramide deutet auf eine viel tiefere Geschichte hin, als wir uns je vorgestellt haben. Je tiefer wir in die Geheimnisse der Schwarzen Pyramide eintauchen, desto deutlicher wird, dass es sich hierbei nicht nur um eine lokale Kuriosität handelt, sondern um ein globales Rätsel. Pyramiden auf der ganzen Welt stellen unser Verständnis von alten Zivilisationen in Frage. Und die Möglichkeit eines globalen Wissensnetzwerks erhöht den Einsatz noch weiter. Wurden diese Bauwerke von Menschen der Antike geschaffen, die über unser heutiges Verständnis hinausgingen? Oder bergen sie Geheimnisse, die von außerirdischen Besuchern überliefert wurden? Jede neue Entdeckung verschiebt die Grenzen dessen, was wir für möglich hielten, und lässt uns mit mehr Fragen als Antworten zurück. Die Schwarze Pyramide in Alaska ist ein stummer Zeuge einer vergessenen Ära, ein Monument für Geheimnisse, die lange Zeit unter Eis und Zeit begraben waren. Aber ist dies nur eine Geschichte von Mythen und Verschwörungen, oder könnte sie tiefere Wahrheiten bergen? Könnte es sein, dass die Regierungen der Welt, einschließlich Mächten wie China, diese Geheimnisse kennen und beschlossen haben, sie vor der Öffentlichkeit geheim zu halten? Die Wahrheit könnte direkt unter der Oberfläche liegen und darauf warten, aufgedeckt zu werden. Während wir diese uralten Rätsel weiter erforschen, müssen wir uns fragen, was stellt diese Pyramide wirklich dar? Ist sie der Schlüssel zu einer uralten Energiequelle? Ein Artefakt untergegangener Zivilisationen oder etwas viel Tieferes? Nur die Zeit und weitere Erkundungen werden es zeigen. Im Moment bleibt die Schwarze Pyramide ein Rätsel, ein Symbol des Unbekannten. Was glauben Sie? Was es mit der verborgenen Pyramide in Alaska auf sich hat? Könnte die Geschichte mehr beinhalten, als uns erzählt wurde? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir die Geheimnisse der erstaunlichsten Geheimnisse der Welt weiter lüften.